Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu World of Warcraft. Yes, ich stehe hier direkt vom Questgeber und gebe mal das noch immer frische Hirn ab. Ach so, ja, das ist sehr konservierungsstoffhaltig. Ja, die letzte Aufnahmesession war wann? Vor ungefähr 7 Monaten. Ja, mindestens. Ja, ich gebe mal ab. Okay, ach, Oh, das ist Level ab. draußen. Ah, super. Dann melde ich uns da gleich mal für den Dungeon an. Ja, mach das. Weil ich bin auch unglaublicherweise Level 34. Weil Was? ich habe offscreen, Kräuter gesammelt. Du Sau. Und zack, bin ich Level 34. Ja, steht jetzt kein einziges Kraut mehr auf ganz Kalimdor. Alle weg. Ja. Was macht dir jetzt die Monstrosität? Kämpfen. Gegen Ohr, wir sehen es nicht Gegen mehr. Orr. Ah, der Kral der Klingenhauer. Sehr schön. Ah. Go, go, Guano. Ein Häufchen, muss man da früher nicht viel mehr von sammeln? Ja, ich meine auch. Man wurde auch teilweise gar nicht fertig. Ja. So, Freunde, dann hauen wir mal ein paar Ebern auf die Schnüss. Hau drauf, du. Aber warte, ich habe gar keinen Ton jetzt. Moment, ich möchte das mit dem Ton nicht schon wieder haben. Warte mal, bleib mal stehen, bitte. Ja, ich warte. Ach so, ja, stimmt, ich habe den Ton aus. Das ist So. schlecht, wenn man Ton haben möchte, Ja, zumindest. genau. Ich würde ja doch gerne Ton haben. Ah. Beim letzten Mal war er sehr leise. Jetzt ist er doch hörbarer zumindest. Wer? Ach, der Der Ton. Ton. Wer? Der Hans von nebenan. Ach so. Mein Nachbar Hans. Ja, das Der verstehe ich. Hans, der kann's. Der Hans kann's. Guido kann's. Hoppelhase Hans. Oh. Was Der war das denn? kann's. Oh. Ach so. Das ist Hoppelhase Hans. Ach so, der. Ja. Ich wollte gerade sagen, kennst du den nicht, aber als Lehrer in Spe Kenne ich nix. muss man den auch, glaube ich, nicht kennen. Wärst du jetzt Erzieher oder so, dann ja, aber. Aber nein. Aber nein. Ja, was kann man sonst noch so erzählen? Ja, bei mir ist nichts Neues. Okay. Okay, ein kleiner Insider. Ja, was gibt's denn sonst zu erzählen? Ach so, ja, wir können ja mal erzählen, wie wir. Bodentorsion. Bitte was? Wollte ich mal einfach reinwerfen. Was wollte ich? Ja, ich wollte eigentlich jetzt mal was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, dass wir ja nicht mehr Erster sind. Ja, ich weiß, das ist dramatisch. Ja, Das ist aber echt wirklich. dramatisch. Dramatisch, ja. Ja. Da hat uns nämlich irgend so ein doofer Mensch mit mehr Abonnenten, aber auch viel mehr Dislikes. Das muss man mal sagen. Der hat, glaube ich, 21 Dislikes heute Vormittag gehabt oder so. Ja, Oder gestern noch. Und wir haben 3. genau. Ihr Arschmaden, wir kriegen euch. Wir haben da so eine Abmachung mit YouTube. Wir sehen immer, wer das sagt, Genau. wer da disliked und dann. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schade. Aber es gibt ja auch zweite Preise. Das ist natürlich, ja. Genau, ich weiß gar nicht mehr, was der zweite Preis war, ehrlich gesagt. Das sind, glaube ich, immer dieselben. Nur der erste kriegt alles drei. Und der zweite kriegt nur eins davon. Ich glaube, nur die Webcam und nur die Maus. Eins von beiden. Können wir nicht nur die Capture-Card bekommen? Nee, leider nicht. Vor allem, ich habe mir das angeguckt von ihm. Ich möchte ja gar nicht lästern, aber schon. Ja, schieß los, lässt da mal los. Hast du dir das angeguckt? Nicht ganz, ich habe es nicht ganz Also durchgestanden. unsere Tonqualität war ja schon scheiße. Ja, in Ich der finde, Tat war sie das. bei ihm hat man gar nichts verstanden. Das lag aber ja sowohl an der schlechten Quali von LP-Karaoke, als auch an, ja, An weiß ich ihm. nicht, an ihm irgendwie. Jetzt haben wir schon wieder ein Like mehr, wette ich. Ein Dislike, meine ich. Ja, genau. Ja, meine WoW-Videos werden in letzter Zeit auch manchmal gedisliked. Was? Ja. Warum? Das weiß ich auch nicht. Ich finde, die Leute sollen mal die Eier haben und drunter schreiben, warum sie disliken. Das Ja. würde. Da könnte man den Kommentar löschen, aber man wüsste es. Ja, Nicht, was dass man den anderen dann, Leuten das auch auffällt. dass man dann da was verbessern kann. Ja, das stimmt. Das finde ich immer bei Dislikes ein bisschen seltsam irgendwie. Wenn, dann doch bitte auch mit Kritik. Ja. Und nicht, nee, mag ich nicht. Naja. Muss ja jeder selber wissen, ne? Ja, ich muss ja auch sagen, ich fand das
So ein Sternesystem finde ich immer besser, weil man da detaillierter sagen das kann. Das gab's doch früher, oder nicht? Ja, früher hatte YouTube das, ja. Das habe ich nämlich auch noch im Kopf irgendwie. Da konnte man bis zu 5 Sterne geben und es gibt einfach dann eine detailliertere Ansicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum das nicht mehr drin ist. Ja, weil wir sind alle zu doof für so viele Abstufungen. Kennst das doch von... Warum bewegst du dich warum, nicht? Warum leckt es denn gerade so enorm? Ah, jetzt, da bewegst du dich wieder. Ah ja. Mhm. So, jetzt kann ich auch wieder brüllen wie ein Weltmeister. Ja, weil, ne, wir verstehen ja nur noch Ja oder Nein. Es gibt ja auch bei Facebook nur noch Like. Da gibt's ja nicht mal Dislike, da hat man ja eben, keine Wahl. Genau, stimmt, ja, richtig. Entweder man liked es oder halt nicht. Ja, genau. Weißt du, nach dem Motto, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt das Maul. Das finde ich aber wieder eine ganz gute Politik. Also für meine Videos jetzt zumindest. Ach so, ja, genau. Apropos Politik. Was ein Übergang. Oh ja. Ja, wo sind denn die ganzen CDU-Wähler? Outet euch doch mal. Ja, ist so. Das ist genauso wie DSDS. Guckt auch keiner, aber trotzdem höchste Einschaltquoten. Genau. Scheiße, das verstehe ich nicht. Kann also ich möchte ja kein politisches Statement abgeben, so als zukünftiger Politiklehrer, aber scheiß CDU. Ja, ist auch schwierig. Über Politik kann man auch so ganz schlecht diskutieren. So. Ja, das stimmt wohl. Einerseits sehr gut. Nicht nur gut, weil die einfach gegen Homos sind und Abtreibung. Das sind zwei Punkte, die kann ich auch einfach bäh, ekeln. Genau, ja. Und gegen Kitas für alle. Ja, genau. Nee, ist auf jeden Fall meine Lieblingspartei. Auf jeden Fall. Neben der AfD. Die APPD ist doch viel cooler. Gab's die dieses Jahr auch noch? Wer ist das denn? Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Nee, die kenne ich. Also doch, die kenne ich vom Namen, aber... Dann hat die dieses Jahr wohl nicht mehr mitgemacht. Als ich das erste Mal wählen durfte, da hatten die gesagt, wenn sie gewinnen... 1972. Ja, genau. Gibt's Freibier für alle. Stimmt, ich erinnere mich. Das ist aber schon wieder was her. Das ist schon eine Weile her, ja. Aber es war super. Ich habe sie trotzdem nicht gewählt. Ja, AfD, da habe ich mich auch gefragt, nicht warum gewählt. Hast du denn mal einen Wahlwerbespot gesehen oder so? Nein, ich gucke so wenig Fernsehen. Ich auch nicht, aber das war ein YouTube-Werbungsding. Ach so. Da gucke ich mal rein. Okay. Das war so ein bisschen, ich habe mich gefragt, warum geht ihr nicht einfach zur NPD, da habt ihr mehr Wähler irgendwie. Okay, ist das so ähnlich, ja? Ja, habe ich so das Gefühl, so jedes andere Land in Europa ist voll doof und die Mark ist besser. Ja, das mag man denken, wie man will, aber hätte man sich vorher überlegen können. Das habe ich auch oft auf Facebook gelesen. Ja. Hier, scheiß Euro. Geil fand ich irgendwie, warum sollen wir denn Leute unterstützen, die wirklich Hilfe brauchen, wenn unsere Brücken kaputt sind? Hä? Moment mal. Vielleicht, weil die wirklich Hilfe brauchen. Ihr sagt es bereits. Und wie oft fährt man über eine Brücke und denkt sich, scheiße, jetzt muss ich umdrehen, weil hier ein Loch drin ist. Ja. Der Heiler ist noch nicht da. Ich muss aufstoßen. Eier. Nee, ich habe keine Eier gegessen. Nee? Nee. Was habe ich denn gegessen? Ich habe gerade in Bacon umwickelte Schweinemedaillons gegessen. Möchtest du es erzählen, warum? Hodentorsion. Nein. Soll ich die Folge so nennen? Nein, weil ich einen Verdacht auf Leistenbruch hatte. Alle, die es nicht kennen, mal bitte kurz googeln, am besten bei Bilder. Das hat nämlich mit einem Bruch nicht viel zu tun. Das ist wahrscheinlich so wie der Penisbruch. Der ja auch nicht viel mit Bruch oder man weiß nicht. Ja, das ist ja... Ich meine, ist ja auch kein Knochen. Also. Ja, sicher, aber da bricht ja auch irgendwie was. Irgendwas, ja. Bestimmt. Hab ich gelesen. Ja, er hatte eine Nahtoderfahrung, sag es doch. Ja. Er hat mir auf WhatsApp war ganz aufgelöst. Ich muss sterben, Rainbird, ich muss sterben. Nein. Ich nenne dich auch privat Rainbird. Ja, klar, genau. Ich hab heute Morgen gedacht, hey, was zieht denn da so in der Leistengegend? Direkt mal googeln, pam, Leistenbruch. Ziehen in der Leistengegend ist sofort Leistenbruch. Egal was, ja. Ja. Dann, zweimal dasselbe Item. Ja. Ist ein GM bei uns in der Gruppe. Habe ich aber schon ab und zu mal gehabt. Lol. Lol.
Warte, ich schreib mal LOL. Oh, da kommt ein Mob. Ich schreib trotzdem erst LOL. Hoffel. Copter. Und keiner macht doch, da macht eine Truhe auf, okay. Ja, auf jeden Fall ist das was in der Leistengegend, dass dann, naja, die Bauchhöhle mit dem, wie nennt man es? Ja, Leistengegend oder Schambereich, nennt es wie ihr wollt. Ja. Verbunden ist. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Und, naja, da hatte ich ein wenig Angst, dass ich bald sterben werde, weil mein Darm an Stellen ist, wo er nicht sein sollte. Das ist so eklig. Ekel. Ne? Ja. Doch, ihr esst gerade oder so. Das hättest du mal vorher sagen sollen, bitte packt jetzt euer Pausenbrot aus. Euer Pausen aus, vor allem. Jetzt bitte kurz mal essen. Ja, eben, genau, deswegen ja. Weil du so gemein bist. Ich dachte jetzt nicht, dass du so assi wärst. Nee, du ja. Du ja. Du ja. Du ja. Ja, so ist ja. Das. Scheint aber nur eine Zerrung zu sein. Da freuen wir uns doch alle. Ich werde leben. Yeah, stellt euch mal eine Welt ohne Pantipota vor. Das möchte doch niemand. Ja. Eine sehr traurige Welt. Ja, ja, ja. Dann wäre ich ganz alleine. Ja, stimmt. Ja. Oh, Mann, ey. Ja, und das beim Arzt, das möchte ich jetzt nicht nochmal erzählen. Das habe ich dir vorhin schon so erzählt. Ja. Das ist auch weil nichts, eine was... Sache kann ich erzählen, ja, bitte. Und zwar hier mit dem Ultraschall. Ach ja. Ich wurde ja geultraschallt, um zu gucken, wo auch übrigens alles okay war, aber ich bin immer noch in der festen Überzeugung, ich muss bald hingerichtet werden. Hingerichtet? Schlachtet. Oh ja, Notschlachtung. Und die Ärztin drückt mit dem Ultraschall und dieser ekelhaften Schlabbersoße da auf meinem Bauch rum. Übrigens sehr zart, sehr zart. Als wäre ich so ein Mastschwein. Naja. Und dann habe ich sie gefragt, ob es denn ein Junge oder ein Mädchen wird. Das fand sie so witzig. Wahrscheinlich ja. So wie ihr gerade, ihr denkt auch noch. Ja, ist situationsbedingt komisch. Ja, man muss dabei gewesen sein. So wie Rainbird, der war mit mir beim Arzt. Ja, genau, ich gehe immer, wenn es um Ultraschalluntersuchung geht, komme ich immer mit. Wenn ich zu sehr lache, tut's weh. Oh, dann sind wir jetzt ganz ernst, bitte. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Warum habe ich denn jetzt volle Wut permanent? Wenn du so wütend auf deinen Darm bist. Oh, blöder Darm. Blöder Darm. Ich bin nicht wütend auf ihn. Nur wenn er gegangen wäre, dann wäre ich wütend. Ach so. Wenn er sich in Gefilde aufgemacht hätte. Vielleicht möchte er mal die Welt sehen. Ja, ist nicht so schön da. Stell dir mal vor, was ist denn da für ein Scheißleben als Darm? Ja. Und dann du so? Auch irgendwelche Altersschwächen? Warum bist du denn nicht krank? Du bist älter als ich. Ach so, deshalb... Ich schniefe doch schon hier. Ja, das ist ja die gute Nachricht am heutigen Tag. Es ist wahrscheinlich nur eine Magen-Darm-Infektion, die hier bald ansteht. Da war ich aber erleichtert. Huhu. Ne, also wenn irgendwann nochmal gerade Pausen sein sollten, dann wundert euch nicht warum. Ich lieg wahrscheinlich... tot im Krankenhaus. Ne, nicht Krankenhaus, sondern aus allen Öffnungen. Ach, egal. Nee. Weißt du wieder, warum ich nur 80 Abonnenten habe und du 200 noch was? Übrigens, ich war auf 82 Abonnenten, heute gucke ich 80. Der Tag kann nicht beschissener werden. Ich war auch auf 242, dann war ich wieder auf 240 und wieder auf 242. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich verstehe das nicht. Ja, das sind bestimmt auch die zwei Penner, die bei mir abgehauen sind, die negativ bewertet haben. Das kann gut sein, ja. Ja, aha. Weil du in dem Video dabei warst wahrscheinlich. Ach so. Meinst du? Nein. Ich habe dreimal Stille auf mir. Das ist, gut. Auf jeden Fall. Nee. Ich werde ja alle 5 Sekunden um 5% geheilt, von daher. Ja, dann brauche ich ja gar nicht mitgehen hier. Nö, ich dachte, du heilst auch gar nicht mehr. Ich stehe auf Folgen und bin AFK bei dir. Ey, hier droppt aber viel Grün. Grün, grün, grün sind alle meine Drops. Ja. Lecker, so ein Drop jetzt. Jetzt ein Drop.
so einen grünen Drops lutschen. Nein, jetzt kommen sie alle im Skype online. Ich weiß nicht, ob ihr das Overlay seht. Also bei mir sieht man es nicht. Das habe ich schon mal gesehen. Dass man es nicht sieht. Okay. Dann hoffe ich es bei mir auch nicht. Sonst habt ihr gesehen, dass der Forsaken Poet online ist. Ja, der ist aber bei mir gerade schon online gekommen. Und die Urania Orwell mal wieder. Der Forsaken Poet. Den kennt ihr übrigens auch. Das ist der Sebi. Ach ja, das ist genau. Das ist einer von seinen Freunden. Ich habe ja keine. Bei mir kennt ihr. Was ist eigentlich mit deinem Tag-Video, apropos? Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, mach das mal. Ja, mache ich. Werde ich vielleicht gleich noch machen. Ich sitze ja nur nackt hier, damit ich meinen Hoden permanent überprüfe. Hoden permanent. Kannst du mit einer Hand spielen? Mir wurde von der Ärztin aufgetragen, ich soll das mal im Auge behalten. Ob mein Hoden wächst, weißt du? Hey. Sag das doch nicht öffentlich. Doch, ist scheißegal, ey. Ich bin eh bald unter der Erde. Ach so. Die Kyra schreibt mir gerade, dass sie ihren Account wieder hat und jetzt bestimmt auf Blackhand anfangen wird. Yeah. Und sie hat 90 Tage vom Kundendienst geschenkt bekommen, weil irgendwas mit ihrem Code nicht stimmt. Mit ihrem Code. Irgendwas stimmt nicht. Geile Folge heute übrigens. Oh mein Gott. Alter, ey. Wir machen, können wir nicht senden. Können wir nicht senden. Doch, wir müssen. Mach ich überall einen Piepton drüber, auch bei dir. Ständiges, monotones. Na, so schlimm ist es doch. Piep. Piep. Da lacht selbst der Zensierton. Ja, der findet das auch urkomisch. Da müssen wir hoch. Und dann müssen wir hauen die Schweinebärmann. Übrigens stelle ich mir so das Amnesia-Monster vor, das neue, das ich ja noch nicht gesehen habe. Ach so. Ich habe ja nur bis Folge 2 gespielt, danach. Ja, da muss mehr kommen. Wegen dem Spiel natürlich. Ja, es muss auf jeden Fall mehr kommen, aber ich habe ein bisschen Angst. Weil bisher war es ja noch harmlos irgendwie und ich habe mich trotzdem schon ein bisschen eingeschissen. Obwohl ich so Kinder immer sehr gruselig. Ich finde Kinder an sich sehr gruselig. Deswegen bist du Erzieher geworden. Genau, richtig. Ich habe nochmal die Folgen angeguckt und die Kinder sind ja unsere Kinder. Das wusste ich. Also unsere, deine und meine. Ja, natürlich. Ich wusste gar nicht, dass mir die Kinder gehören, dass es meine leibeigenen Kinder sind. Wieso, das hat man doch. Ja, meinst du, ich achte darauf, wenn ich ja gerade irgendwie. Ach so. Ihr Fremdlinge werdet büßen, dass ihr unser Land raubt. Was für ein Land? Behalt doch dein Land. Ich will dein mein Land nicht. Land. Oh, tolles Lied. Du bist hier in meinem Land, meine Welle und mein Strand. Ja, das spiele ich immer, wenn ich nach Holland fahre. Oh, Level Up. Oh, Level Up. Nee, gar nicht wahr. Ja, ich aber. Achso, du warst das. Aber. So, ich brauche gar nichts. Du brauchst das doch. Ja. Ja, ich weiß genau, was du brauchst. Aha. Bitte ohne Begleitquest, weil die. Die ist voll nervig, ja, hast du recht. Weil die Folge ist auch leid. Wir porken uns mal raus und wieder rein. Porken? Ja, wir porken. Na gut. Wir porken uns raus und wieder rein. That's what nothing. That's what nothing. Ich habe mit einem Satz nothing gesagt. Achso. So, dann gehen wir den Calguano ab. Jetzt bin ich Level Up. Ernsthaft? Ja. Du Sau. Und Uldaman ist freigeschaltet. Yeah. Ich habe gerade mal 19%. Wie auf. Du bist aber auch 35 jetzt, oder nicht? Ja. Yeah. Ja, ich habe jetzt 12%. Auf 35. Ach, okay. Entschuldige. Ja. Aber Moment, wie kann das denn sein? Warst du gerade genau Level 34 mit deinem Pflanzengedöns? Ich war ziemlich am Anfang, ja. Okay, ja, weil ich bin ja in der Folge praktisch 34 geworden. Happy Birthday to me. Und so. Ja. Ja, gut, 20 Minuten. Ja, yeah, wird wieder wahrscheinlich 4 Gigabyte Folge bei mir. Geil. Geile Scheiße, Alter. Naja, okay. Also, hör auf dich zu bewegen. Das braucht nur mehr Speicherplatz. Entschuldigung. Du atmest noch. Du Arsch. Okay, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und
Bis morgen. Bis morgen. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüss.